Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Stone 3. Ich war DC-Steve und... Euer Cloud mit den 4-8. Hey, ihr merkt gerade schon, dass wir gerade etwas genervt klingen. Aber es liegt nicht mehr an Vampire Stone 3, sondern mein Aufnahmeprogramm war der Meinung gewesen, diesen Part, den wir hier gerade aufnehmen, zu zerschießen. Also es war noch eine Audio aufgenommen, aber kein Video. Und gestern habe ich mit Windows 10 einen Bluescreen gehabt. Und... Sehr selten vor mittlerweile. Ja, aber. Und dann war mein Aufnahmeprogramm, das leider da dabei an war, der Meinung, alle Einstellungen zu löschen. Ja, so. Spaß mit Flaggen. Das heißt, ich darf jetzt gerade zu allen Spielen, sei es für Switch, 3DS, RPG Maker... Vampire's Dawn, was ein Steam-Spiel ist, ja, darf ich alles neu einrichten. Das ist richtig geil. Und Leute, da steckt echt Arbeit dahinter. Das war nichts, was wir mal irgendwie kurz gemacht haben oder so. Was haben wir denn letztes Mal gemacht, als wir gespielt haben? Haben wir ich glaube, wir haben die Nebenquests abgeschlossen, ne? Wir haben die Bücher nicht abgegeben, das weiß ich. Das weiß ich noch. Und ansonsten wird es leider schon schwierig, weil wir eigentlich beim letzten Mal Sachen gemacht haben, ne? Ja, so. Genau. Nur welche Sachen haben wir gemacht? Ja, da müsste man jetzt dem Sound folgen, was haben wir getan? Ja. Ich weiß, wir haben über die Bilder hier drin gesprochen. Also hier. Ja, genau, da sieht man ja schon hier Elaine in dem Outfit, was dazu geführt hat, dass unser lieber Malek sein Spiel am Anfang nicht veröffentlichen konnte, weil das ja direkt in die Projektbeschreibung reingepackt hat. Ja. Und da waren ja hier Brüste zu sehen. Das ist für Steam und die ganzen deutschen Muttis ist das ganz böse. Natürlich die Army-Muttis auch, aber unsere deutschen Muttis, die sind nochmal extrem, nochmal ein bisschen nerviger. Ja, wir haben beim letzten Mal eigentlich diese Stadt hier fast fertig erkundet. Genau, wir haben den Pub untersucht, genau. Ja, wir werden das dieses Mal ein bisschen schneller machen, weil ich hab mich jetzt schon einmal darüber rumgeärgert, ne? Und ich möchte kein zweites Mal darüber ärgern. Es tut mir leid, ist halt gerade ärgerlich, aber ja, ne? Wir wollen es jetzt einfach nur hinter uns bringen. Hier zu beachten, dieser Tisch, wo wir speisen Vampire. Trotzdem haben wir hier irgendwie schon ein T-Bone Steak, ein Herz, ne? Irgendwelche Beeren. Ein Korb voll Beeren oder was auch immer. Ne? Aber sie essen ja nichts mehr. Richtig. Und ich sehe hier auch keine Menschen, die hier gastieren. Richtig. Nämlich unten kommt noch ein netter Kommentar gleich, wenn wir gleich unten sind. Oh ja. Hallo, werte Gäste. Darf ich euch ein paar Tränke anbieten? Nein. Hier gibt es ja nicht besonders viel Kundschaft im Moment. Da kann ich leider nicht widersprechen. Das Wetter in Harden ist zu schlecht, als dass es Vampire hierher ziehen würde. Im Regen fühlt es sich einfach nicht besonders gut. Genau, das ist euer Problem. Dann wundert es mich, dass ihr diese Taverne noch betreibt. Diese Taverne gehört den Kindern der Apokalypse. Sie haben das Geld und die Möglichkeit, diese Taverne am Laufen zu halten. Merkt euch das bitte, ja? Diese Taverne wird von den Kindern der Apokalypse geführt. Die aber jetzt gerade nicht anwesend sind. Deswegen ist also das Essen nicht zu erklären, was da auf dem Tisch liegt. Ja? Also, lassen Sie bitte mal im Hinterkopf behalten. Mit scheint, sie wollen wirklich an allen Ecken dieser Welt präsent sein, um mit Konkurrenz gar nicht erst möglich zu machen. Ah, das gute mit scheint. Ja. Davon weiß ich nichts, aber es würde mich freuen, wenn ihr etwas kauft. Nein. Das Standardangebot. Genau, wie immer. Ja. Same, same, but still different. Oh, diese Stadt macht mich krank. Ein ständiger Regen und eine Taverne, der kaum ein Vampir vorbeikommt. Soll man hier nur Spaß haben? Nun, ich gebe dir recht. Da gibt es sicher bessere Orte, um ein wenig Spaß zu haben. Hehe, wenn du verstehst, was ich meine.
wenn nicht überall dieser verdammte heilige Kreuzzug wäre. Hier im Hadrin sind wir vor den wenigsten etwas sicher. Wie kommst du darauf, dass es hier sicherer ist als anderswo? Ah, okay, das ist jetzt witzig. Mein letztes Mal ist andersrum das Gespräch geführt. Ne? Ihr habt gerade oben dort ja gesagt, dass der Regen ja wie schlecht ist und so, hat sie ja gesagt. Ja, und jetzt ist ganz interessant, was dieser Herr uns nämlich zu dem Regen sagt. Weil Soldaten es hassen, wenn ihre Rüstungen völlig durchnässt sind. Dann fangen sie an zu kleben und zu stinken. Wir haben uns gestern über diesen Dialog, glaube ich, 5 Minuten nass gelassen. Weil er so dumm ist. Ja? Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen, ja? Da wird kein Kommandant des Heiligen Kreuzzugs hier zuerst angreifen. Wirklich eine sehr bestechende Logik. Denn selbst wenn unsere Heldentruppe diesen Dialog für dumm hält, dann sagt das schon echt viel aus, ja? Ja. Und das glaubst du wirklich? Dass der Regen einen Angriff unwahrscheinlich macht? Was hast du eigentlich geraucht? Blutkraut? Natürlich ist es so. Sonst wären sie ja schon lange hier. Sind es aber nicht. Aus genau dem Grund, weshalb ich diese Stadt eigentlich so hasse, dem Regen. Ich denke, es ist besser, dich in deiner kleinen Gedankenwelt allein zu lassen. Wenn ihr euch in Gefahr begeben wollt, dann macht das. Ich denke derweil darüber nach, an welchen Orten auf dieser Welt es auch immer regnet, die dafür aber schön sind. Dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein. Ja, mir auch nicht. Es ist dumm. Absolut nicht. Was tun, wenn die Halsschlagader platzt? Ein Choleriker erzählt. Ach, ich bin der Meinung, Kopf ab ist immer die beste Lösung. Aha, also einen eigenen Kopf abschlagen. Ich komme gleich nach. Strategien zum Überleben in einer Vampirjägergruppe. Ha, guter Titel. Weißt du, ich würde es sehr cool empfinden, wenn wir hier einfach mal was über die Spielwelt erfahren würden. Statt One-Liner. Nur random blöde Bücher, ja. Und, oh mein Gott, nein. Der ist auch genauso dumm. Oh ja, ich erinnere mich. Oh Leute, ja, ja. Es ist wirklich schön, dass genau dieser Part nochmal aufgenommen werden muss. Hier haben wir den nächsten absolute. Leute, ja? Okay. Wer noch kein alkoholisches Getränk da hat, sollte jetzt eins holen. Wer kein Alkohol trinkt, sollte vielleicht jetzt anfangen. Ist besser so, ja? Nicht Spaß, halt, ich will hier nicht zum Alkohol verführen, aber. Holy moly. Also, okay, macht euch wirklich bereit, ja? Macht die Bingo-Karte auf, ja, Leute? Wir bekommen jetzt ein Meisterwerk eines Dialogs, Leute. Sieht auch aus, als hättet ihr eine sehr harte Zeit hinter euch. Wie kommst du darauf? All die Kratzer auf euren Rüstungen und euer Blick, der mir sagt, dass das Schicksal bislang nicht besonders gut mit euch gemeinte. Unsere Rüstungen sind neu gekauft. Das Schicksal ist ein mieses Stück Dreck. Da ist was Wahres dran. Ich war einst todkrank. Kein Heiler konnte meine Krankheit kurieren oder ein Arzt. Meine Frau und meine Kinder weinten jeden Tag an meinem Bett. Oh, ich liebte meine Familie so sehr. Eines Tages entdeckten mich die Soldaten des Heiligen Kreuzzuges und sagten meiner Familie, dass es besser wäre, mich zu töten und unseren Besitz, den Kreuzzug, zu überlassen. Und ich spoilere schon mal. Ja, das war eine gute Idee. Ne? Das wäre eine bessere Idee gewesen, als was jetzt kommt, ja. Diese miesen Schweine wollten meine Familie alles nehmen. Meine Familie, die mir alles bedeutet hat, offensichtlich. Dieser Fakt ist sehr wichtig, Leute, sehr wichtig. Das konnte ich nicht zulassen. Ich konnte einfach nicht zulassen, dass der Heilige Kreuzzug alles meiner Familie wegnimmt. Daher habe ich mich mit letzter Kraft aus meinem Bett gekämpft. Bin allein in die Nacht hinausgegangen. Es dauerte nicht lang, da fand ich, wonach ich gesucht hatte. Rache. Ein Vampir,
der umherflog, um einen Menschen auszusaugen. Ich bat mich ihm an, bettelte aber darum, mich nicht zu töten, sonst ein Vampir zu machen. So, jetzt müsst ihr raten, warum? Ja? Weil er sich an den Heiligen Kreuzzug rächen wollte vielleicht? Wäre ja durchaus eine Motivation. Zu sagen, ey, guck mal, ich bin krank, ja, und ich habe es aber eigentlich an die Menschheit geglaubt, ja. Ich komme dieser Heilige Kreuzzug hierher, der uns als etwas Gutes verkauft wird. Aber der sagt mir einfach meiner Frau, ey, bring mal deinen Mann da um, ja. Überschreib uns mal deinen gesamten Besitz und dann kümmern wir uns um den Rest. Genau, ja. So, ja. Also, und, ne, bis hierhin ist noch alles in Ordnung. Aber jetzt kommt's. Er lachte und fragte mich, was ich ihm denn anbieten könne. Damit er mit dieser Macht diese Macht verleihen würde. Ja. Und hast du ihm angeboten? Ich habe ihm verraten, wo meine Frau und meine Kinder sind. Das ist so doof. Was zum Teufel? Ich war so verzweifelt. Meine Krankheit hätte mich schon bald getötet. Und der Heilige Kreuzzug hätte dann meinen ganzen Besitz beschlagnahmt. Also, jetzt auf einmal, ja? Jetzt doch irgendwie um ihn, ne? Ich war krank, nicht mehr... Nur noch um ihn. Meine Kinder wären zu Fußsoldaten des Heiligen Kreuzzugs ausgebildet worden. Ja, okay. Ja, und was ist daran schlimm, Digga? Was ist daran schlimm? Ich glaube, ein Krieger zu sein in dieser Welt ist jetzt erstmal gar nicht mal so schlecht, weil dann kannst du mit der Waffe umgehen und so weiter. Und ja, da ein Krieg ist nie cool, aber ne, ich meine, wir leben ja in dieser Welt, wo du immer mit rechnen musst, dass da was passiert. Und meine Frau, nur Gott weiß, was ihr geworden wäre. Auch Frauen sind in dieser Armee. Und wenn, exakt, genau das passiert, wenn du dir über die Rolle von Geschlechtern in deiner Welt nicht sicher bist. Ja? Sondern das immer mal so hin und her wechselt. Mal gibt es Gleichberechtigung, dann ist es so. Ja. Ja, also, wisst ihr, das ist ja scheinbar hier eine Weltregierung. Ja? Scheinbar. Die Weltregierung, Leute. Bill Gates spielt da jemand. Ja. Passt auf. Ja, ja. Ne? Also scheinbar haben wir ja hier eine globale Weltregierung oder so. Das ist zumindest sehr anscheinbar. Es scheint ja hier nicht mehr Königreiche zu geben. Es gibt ja irgendwie keine politischen Konflikte oder so. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass auf der ganzen Welt hier, so ist zumindest der Anschein, auch dieselbe Kultur ja ist. Denn wir haben noch nicht festgestellt, dass jetzt irgendwie an verschiedenen Orten die Kultur sich groß verändert hätte oder so. Ja, doch, hier in der Wüstenstadt. Da werden die Frauen unterdrückt. Ja, ja, stimmt. Das Klischee wurde ausgepackt. Du hast recht. Natürlich wurde das ausgepackt. Aber da ist es, da wird es geliebt. Ja, ja, ne? Aber. Aber sonst die restliche Welt, ne? Da sind sie entweder gleichberechtigt oder sogar die Frau hat das dann. So. Ja, also zumindest kannst du ja hier als Frau auch oberste Kommandantin werden. So, ne? Von der Armee und vom Heiligen Kreuzzug und alles, ja? Also, er hat sich gesagt, also lieber bevor seine Kinder also einen vernünftigen Job haben, seine Frau. Also selbst sie wäre wahrscheinlich einfach Soldatin geworden. Genau. Und wenn sie nur in der Küche gestanden hätte und für die Leute da gekocht hätte. Genau. Oder meinetwegen sonst was für die gemacht hat, damit sie einfach da leben kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Also, meinetwegen irgendwas davon. Ja. Aber was er natürlich gedacht hat, ja, die wird dann hier zur Dirne verurteilt und das kann ich ihr noch nicht antun. Dann schicke ich lieber einen Vampir vorbei, der sie aussaugt. Ja. Und tötet. Denn dann tötet, genau. Ja. Ich meine, nehmen wir mal an, ja? Der hätte doch wenigstens den Mumm haben sollen und hätte es irgendwie selbst erledigt. Irgendwie. Gott? Es gibt keinen Gott. Oder er steht zumindest nicht auf der Seite der Menschen und steht auf Cosplay. Nun stehe ich hier und muss täglich mit meiner Schuld leben. Nicht einmal betrinken kann ich mich, da Alkohol keine Wirkung auf Vampire hat. Du hast deine Frau und deine Kinder einem Vampir überlassen. Ich würde sagen, deine Schuldgefühle sind mehr als berechtigt. Ja, so ist es. Aber ich kann es nicht mehr ändern. Könnte ich es, würde ich es tun. Aber so bleibt mir meine Schuld und meine Trauer.
Das ist so toll geschrieben, Steve. Ich kann so richtig mit diesem Charakter mitfühlen. Oh nein, wie traurig er doch sein muss. Und ein nicht existenter Gott. Bitte geht. Dieses Gespräch hat mich nur noch mehr in Selbstmitleid gestürzt. Manche haben es einfach nicht anders verdient, als für den Rest ihres Daseins von Schuldgefühlen geplagt zu werden. Ach, ich zum Glück nicht. Ich meine. Ich habe keine Schuldgefühle, weil ich ein junges Mädchen aus ihrer Familie gerissen habe, sie zu meiner Tochter gemacht habe und sie das gar nicht toll fand. Aber ich bin mir keiner Schuld bewusst, Leute. Ja. Ich bin cool. Das ist alles ihr Fehler. Und Leute, das ist nicht mehr der größte WTF-Moment hier in diesem Gasthaus. Dieses Gasthaus ist. Wir heben uns da gerade mal diesen Raum da unten auf. Ah ja, jetzt kommt das hier noch. Oh Gott. Jetzt kommen noch mal ganz viele Bücher, Nur ja. noch dieser Quatsch hier. Ach, das mit. Ja, 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 also ja, dieses ja. Gasthaus hier ist wirklich schlimm. Hier, halt mal meinen Stab, Kleine. Die besten Kennenlernsprüche für Magier. Ha, ha, ha. Der Titel ist gut. Ja, Der der ist ziemlich plump, Titel klingt aber. nach, ich will dieses Buch nicht lesen und niemand hat was dazu zu sagen. Bestatter. Ein Beruf mit Zukunft. Dem gibt es nicht viel hinzuzufügen. Diese Blutflaschen, ey. Großartiges Loot, wie immer. Weißt du doch, Steve. Das wird ausgewürfelt anhand Askers Level. Okay, Leute. Jetzt haben wir hier gleich nochmal richtig viel Bullshit. Aderlass für Anfänger. Moderne Heilmethoden im Überblick. Was für eine Verschwendung vom guten Blut. Hacken, stechen, zerteilen. Die besten Messer für die Küche. Der Titel hatte eingangs mehr versprochen. Der Titel ist das Komplette dort, ja? Also Haken, Stecken, zu teilen, die besten Messer für die Küche, das ist zusammen der Titel. Das ist zusammen der Titel, ja. Statusmagie. Ein Plädoyer für eine unterbewertete Magieart. Sinnvoller wäre gewesen, dort ein paar gute Zaubersprüche Ja, reinzuschreiben. das Definitiv wären was ja dann drin. aber Bücher, die man gerne anklickt. Ja. Wie? Die gefallen diese random Buchtitel nicht, die immer witzig sein sollen? Also, ich verstehe nicht, was du hast, Steve. Tote reden doch. Die Gefahr der Nekromantie im Assassinengeschäft. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, weil du ein Depp bist, ist es nämlich ziemlich offensichtlich. In der Welt von Nekromantie, dass dadurch, ne? Also Auftragsmorde und Co. nochmal deutlich schwieriger sind, weil, Mann, du stürzt jetzt hier einen König, nimmst einen König um. Und der sieht aber, wer ihn umbringt. Dann könnte man ja vielleicht diesen König auch wiederbeleben, nur um das zu erfahren. Und ihn dann halt dann trotzdem nochmal umbringen oder so. Exakt. Aber wenn die Leute gut ermitteln, finden sie es meistens auch so raus. Naja. Schmerz, Blut und Schreie. Kinder kriegen leicht gemacht. Was zum Teufel? Warum auch immer ihr sich dieses Buch hier raussucht im Regal. Bücher lesen. Eine Anleitung für blutigere Anfänger. Klingt ähnlich sinnvoll wie ein Schwert für Harmlose. Das ist kompletter Quatsch. Die Fibel zum Beispiel ist ein Buch für Anfänger, mit dem man lesen lernt. Und so etwas bieten auch andere Sprachen. Ja, irgendwie musst du es ja mit lernen. So, ja? Also, was ist das für ein Quatsch? Das ist auch wieder, ne? Mit Bescheuer. Gutes, gute Texte einfach. Auch Das ist wieder der ein Vergleich passt nicht. Ja?
Für Armlose. So, hä? Oh, neue Kundschaft. Darf ich euch ein paar gute Bücher anbieten? Du hast keine guten Bücher. Bücher sind nicht wirklich das, was wir wollen. Es ist ein gutes Buch, nicht unterschätzen. Dort stehen viele nützliche Dinge drin, die einem das Leben nützlicher oder unterhaltsamer machen. Vor allem hier im Haar drin. Nein, tun sie nicht. Das eine Buch, was wir nicht vorgelesen haben, war wieder so eine bescheuerte Vampir-Etikette, die wir... Ne? Genau. Das ist das einzige theoretisch nützliche Buch darin. Exakt. Ja, es ist uns schon aufgefallen, dass die Vampire hier irgendwie trübselig sind. Es ist dieser Regen, der Regen. Aber mich stört es nicht. Ich stört er nicht. Ich bin hier im Trockenen und bekomme unter gute Bluttränke und habe hier oben eine Menge Bücher zum Lesen. Die Bücher können übrigens kostenfrei gelesen werden. Schaut ruhig mal rein. Aber bitte nimmt keins mit. Nun ja, vielleicht kann ein Blick darauf nicht schaden. Die Bücher und ich werden noch länger hier sein. Das tut euch keinen Zwang an und kommt ihr sehr gern wieder. Ja. Ja. Nein. Einfach nein. Ich hab wieder vergessen, wie viel Quatsch hier drin war. So, Leute. Jetzt schaut euch da mal diese Reste dort an, ja? Das wird auch ein ganz toller Dialog gleich. Ich habe alle Zutaten gefunden, Liebste. Bald wirst du wieder bei mir sein. Nur noch diesen einen Zauberspruch. Fantasiesprache insert. Was soll das sein? Jedenfalls kein Zauber für eine Wiederbelebung. Zumal hier keine Leiche liegt. Wer seid ihr? Wir sind diejenigen, die sehr verwundert über deine Zauberkünste sind. Ja, ihr habt recht. Ich bin gottenschlechter Magier. Meine Zaubersprüche können nur töten, aber niemals heilen oder wiederbeleben. Naja, das ist jetzt erstmal... Kein Vampir hier irgendwie. Ja, und davon abgesehen ist es nicht selten, sich da irgendwie zu spezialisieren auf eine Magieart. Ja, also... Wenn halt deine Magieart, zum Beispiel Feuermagie, halt eigentlich selten irgendwie Heilspells oder so, ja? Dann ist meistens eher auf Zerstörung ausgelegt. Aber wie wir wissen, wird jeder Vampir, der in diesem Universum von Vampire Stone gebissen wird, hat er ja instant alles. Er kann ja alles. So. Das ist ja nicht so wie im ersten Teil noch. Ja. Wen oder was willst du denn wiederbeleben? Hätte den kleinen Klumpen Fleisch neben mir? Das war meine Liebste. Betsy war ihr Name. Ich habe sie getötet. Aus Versehen. Als ich einen neuen Zauber ausprobieren wollte. Du hast deine Liebste aus Versehen getötet? Was zum Teufel ist nur los mit den Vampiren in dieser Stadt? Ja, ihr habt so recht. Aber es ist geschehen. Und nun suche ich einen Zauber, um sie wiederzubeleben. Nein, Leute, es wird keine Sidequest. Dann viel Glück dabei. Ein Vampir wiederzubeleben dürfte hier für dich unmöglich sein. Vampir? Nein, meine Pepsi ist meine Ratte. Sie war jahrelang an meiner Seite bis zu diesem Unfall. Eine Ratte? Was zum Teufel? Habt ihr nie ein Tier bei euch, das euch so ganz ans Herz gewachsen ist? Ja doch, Ronak. Ich erinnere mich an Ronak. Oh, dieser edle Stier. Oh, ich vermisse ihn. Sehen wir aus wie ein Wanderzirkus? Warum zum Teufel reden wir überhaupt noch mit dir? Meine arme Betsy. Ja. Dann hätte ich auch einen Zeitquest machen können. Es wird ihn jetzt ein Wiederbelebungsspell haben. Wir suchen für sein Tier. Und wir kriegen dann sein Spell. Genau, sein Destruction Spell. Und dann wäre das cool gewesen. Warum zum Teufel stehen hier Betten? Warum hast du eine Maske auf? Für die Vampire der niederen Generationen? So schwach und verkümmert können die nicht sein, dass die ein Bett einem Sarg vorziehen. Als wenn das gerade die dringendste Frage ist, mit der wir uns beschäftigen müssten. Ich beschäftige mich, womit ich will. Verstanden? So finden wir das Buch der Eras nie.
Das ist so dumm, weil wir erfahren haben, dass dieses Gasthaus den Elras gehört. Genau. Ja? Nein, nicht den Elras. Entschuldigt. Den Kinder der Apokalypse. Den Kinder der Apokalypse gehört das Ding. So. So. Und das sind natürlich Menschen. Menschen schlafen normalerweise nicht in Särgen. Genau. Also macht das schon Sinn, dass hier auch normale Betten rumstehen. Aber vor allen Dingen, weil es auch so ein Hinterzimmer ist, so, ne? Es ist ja irgendwie nicht irgendwie vorne oder so. Ja, aber ja, da müssen wir ja irgendwie mitdenken oder so. Ja. So, haben wir schon wieder eine knappe halbe Stunde in diesem Gasthaus. Da ist es so dumm. Mhm. Ich glaube, wir haben 5 Minuten gespart diesmal, Steve. Ich bin stolz auf uns. Ja, aber letztes Mal waren wir noch länger drin gewesen, Leute. Es ist halt so dumm. Ich glaube, wir waren noch in diesem Haus und dann war es der Part, glaube ich, auch schon, ja. So. Ja, wir schaffen diesmal auch wieder nicht mehr. Diesmal haben wir so anders gequatscht, ja. Wie ich diesen Regen hasse, wochenlang nur Regen. Und wieso läufst du dann draußen im Regen herum? Nein, ich versuche mich irgendwie daran zu gewöhnen. Ja, weil so funktioniert das. Alter, das funktioniert natürlich genauso, ja. Ich habe gehört, wenn man sich lang genug seiner Abscheu stellt, wird es besser. Es klingt für mich eher danach, als solltest du deinen Ortswechsel in Betracht ziehen. Und dann irgendwo anders vom Regen genervt werden. Oh nein, Regen! Eure Lösungen sind zu einfach und nicht praktikabel. Das ist echt schlimm, Mann. Was ist? Ihr werdet als super tolle Oberkrieger und blutrünstige Monster dargestellt, ne? Und das Einzige, wo ihr euch beschwert, ist fucking Regen, Mann. Fucking Regen. Ja, aber auch der Heilige Kreuz kann ja hier nicht herkommen, weil dann stinken die ja durch den Regen und so, ne? Ich denke, wir sind hier fertig. Lasst uns schnell weiterziehen, bevor er uns mit seiner Abscheu noch ansteckt. Den hat man tatsächlich nicht mal gesprochen, ne? Das ist... Nee. Hier wieder, ne, Herzen auf dem Tisch. Rache und immer wieder Rache. Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen zu wollen. Nur Blut, das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden. Muss man verstehen, was du da redest? Es geht nur ums Töten, Töten und Morden, Rache zu nehmen. Irgendwie sind hier alle Vampire wirklich merkwürdig. Es scheinen alles Vampire niederer Generation zu sein, die machen sich über solche Sachen Gedanken. Ich hörte davon, dass ab der 4. Generation alle Vampire diverse Defizite aufweisen können. Das mit eigenen Augen zu sehen, ist nochmal etwas anderes. Normal ist der hier jedenfalls nicht, der will dich morden aus Rache, oh Gott. Ich immer frage, verlieren die eigentlich bei der Umwandlung ihren kompletten Charakter nach Maleks Ansicht nach? Die haben, müssen ja einfach anscheinend alles aufgeben, was sie vorher hatten. Ja. Und dann sind sie ja wohl nur strohdoof und... Stimmt. Die hätten wir ja gern genommen. Ja. Diese Stadt besteht nur aus schwächlichen, geisteskranken oder völlig kaputten Vampiren. Der Krieg hinterlässt Spuren, aber dass sie so gravierend sein werden, hätte ich nicht erwartet. Du hast offensichtlich eine nicht allzu hohe Meinung von den anderen Vampiren hier. Wenn ihr mit ihnen redet, werdet ihr es auch merken. Da reicht vermutlich ein einziger Soldat des Heiligen Kreuzzugs, um die ganze Stadt zu erobern. So degeneriert sind die anderen Vampire hier. Nun, wie wäre es dann, wenn du mit uns kommst und gegen den Heiligen Kreuzzug kämpfst? Das ist das Ernste, was wir wirklich versuchen, jemanden anzuwerben, ne? Mit euch? Nein, danke. Ich werde bald nach Schloss Faren aufbrechen und der dortigen Vampirarmee beitreten. Die Vampire dort wissen, wie man den Heiligen Kreuzzug vernichtet. Natürlich. Wenn du unbedingt in den Kampf fallen willst, tu dir keinen Zwang an. Ich meine, bei uns würdest du zwar geopfert werden oder auch im Kampf sterben, aber gut. Same, but still different, Steve. Ihr könnt euch ja weiter einreden, dass ihr den Heiligen Kreuzzug entkommen könnt. Die Wahrheit ist aber, wenn wir jetzt keinen konzentrierten Gegenschlag unternehmen, wird der Kreuzzug alle Vampire auslöschen. Das ist gar nicht mal so dumm gedacht.
Da ist durchaus etwas Wahres dran. Na schön. Dann hoffe ich, dass du bald einige dieser Schweine erledigen wirst. Und ob ich das werde? Tja, auch hier leider keine Sidequests oder ein Charakter mit einem Namen. Ja, seht ihr leider nicht mal einen Namen. Ja, den man vielleicht später wiedersehen könnte oder so. Wenn es noch schreit, ist es noch nicht tot. Der Assassinenberuf für Anfänger. Malex machte wirklich Anfängerwitze. Klingt irgendwie nach einem echt Grundlagenbuch. Doch alle Buchtitel, schon alle Autoren entscheiden sich hier für so einen Bindestrichtitel, ja? Mhm. Alle. Das auch noch, ja, alle. Willkommen, ruht euch ruhig bei uns aus, Fremde. Gott liebt jeden und bietet jeden Gläubigen Schutz und Frieden. Es sind die Menschen, die immer wieder versauen. Für Gott ist alles schön und gut und recht. Nur wir weltliche Wesen sind der Meinung, dass eine sei recht, das andere unrecht. Noch so eine Gottgläubige. Wenn Gott existieren würde, hätte er entweder diese Welt vor Abscheu schon längst vernichtet oder mich zu seinem Vertreter ernannt. Ja, natürlich, ne? Absolut. Asker wäre der perfekte Gott. Du, Gottes Vertreter auf Erden, du bist Jesus. Du bist höchstens der Teufel ist persönlich. Auch wieder wahr. Na, freut ihr euch schon auf Nicht-Loot? Und 100 Gold. Ah, noch eine Heilflasche. Ein Bluttrank. Ah, da ist meine 100 Gold. Ah. Heilpulver. Ach, Mann, ey. Da ist die Blutflasche. Perfekt. Ja. Und wie wir wissen, ne? Die Leute haben immer vorgesorgt, ne? Ich verstehe hier eine Person nicht. Stimmt, der in der Ecke fehlt, ne? Da stand einer in der Ecke letztes Mal. Ah, da unten ist er. Er hat sich wieder ins Aus manövriert, ja. Wie könnt ihr es wagen, mich anzusprechen? Soll ich euch euer erbärmlichen Knochen brechen? Ich glaube, das ist der erste Glatzkorb, den wir getroffen haben. Sehr merkwürdig. Ah, ich dachte, Vampire hätten immer noch Haare. Egal. Weißt du überhaupt, mit wem du dich hier gerade anlegst, Kerl? Und ob ich das weiß? Askaseran, Versklaver tausender Vampire und schlechter, unzähliger Unschuldiger. Willst du mich beschimpfen oder dich bei mir einschmeicheln? Das ist mir bei deinen Worten gerade nicht ganz klar. Du bist ein Stück Dreck. Auch hattest du jahrelang beherrscht, bis ich nun meinen Weg aus deiner Kontrolle gefunden habe. Ich spucke auf dich. Das geht mir auch so. Elaine, du bist gerade wieder unter seiner Fuchtel. Haltet euer verdammtes Maul, ihr beiden Maden. Wie könnt ihr es wagen, so mit meinem Geliebten zu reden? Okay, Malix braucht also unbedingt noch wieder so eine Celine-Elaine-Situation. Das ist in diesen NPC eingebaut. Den gab es in der Stadt, glaube ich, noch nicht. Nee. Mir scheint, du hast einen ganz besonders ausgeprägten Todeswunsch. So ist doch, Miskal. Ich habe nicht umsonst trainiert. Mich wirst du nicht besiegen. Lass es gut sein, Asuka. Wir sollten wirklich nicht immer überall jeden töten. Deine Sorge, Kerl. Um dich werde ich mich noch kümmern. Ja. Und zwar jetzt. Fahr du elender Feigling, hau ab. Der hat mich getriggert, Steve. Wandel ihn um. Ich will kurz wissen, was wir hier bekommen können. Nee, lohnt sich nicht. Geld. Aber wir brauchen ja wieder ein paar neue Opfer für unsere... Der hier ist interessant. Tyrias. Diese Särge sind wirklich in einem furchtbaren Zustand. Was? Wie kommst du darauf? Dermaßen abgenutzt und schäbig. Ich brauche unbedingt einen neuen oder ich baue mir einfach selbst einen.
Du kannst doch fertige Särge bauen. Nun, bei aller Bescheidenheit denke ich, dass ich darin sehr gut bin, ja. Bei den Särgen hier merkt man gleich, dass hier ein echter Pfuscher am Werk war. Ein Wunder, dass diese Särge noch nicht auseinandergefallen sind. Nimmst du auch Auftragsarbeiten an? Wir könnten auch ein paar schöne neue Särge gebrauchen. Und jetzt kommt, Leute, die dümmste Begründung, um Nein zu sagen. Ja. In 3, 2, 1. Nein, das ist eine Fähigkeit, die ich für mich selbst behalte. Pudum. Nur weil er für jemand anders ein Produkt anfertigt, merkt er doch trotzdem eher die Fähigkeit. Richtig. Und nur weil du es ihm gezeigt hast, oder weil du es ihm nachher ausgeliefert hast, heißt das nicht, dass ich das genauso nachbauen kann. Ja. Also. Ich kenne alle Geheimnisse, um einen guten Sarg zu bauen, doch die behalte ich für mich. Da findet sich sicherlich ein Weg. Und das ist der Hinweis für, wir müssen ihn in unseren netten Kerker schicken. Was? Unser Lieber? Es wird eher geben, Geld. Ja, ja, wir haben gefangen. Wir wollen bessere Särge haben. Weil das ist wieder ein Name-Dude. Ja, ne? Dann haben wir jetzt tatsächlich die Stadt fertig erkundet. Ah. Auch wirklich? Komm schon. Komm schon? Nein! Komm. Schnell, Steve, schnell. Auch so etwas ist leicht vermeidbar, indem man das Feld davor als unpassierbar für NPCs macht, ja. Ist eigentlich nicht schwer. Oder sie würden einfach nicht rum NPCen. Ich möchte nur mal, also wir haben es gespeichert, ich möchte noch so als Bonussache mal ganz kurz schauen. Was uns der nette Herr bringt jetzt, ja, genau. Wenn wir ihn den Ring anlegen. Dann gucken wir doch mal. Da, so, ist, da ist er, ja. Wenn du einen Beherrschungsring verwendest, erfährst du, wie man in Särgen versteckte Taschen findet. Dadurch hältst du mehr Beute beim Plündern von Särgen. Hä? Das ist bescheuert. Warum kriegen wir nicht endlich mal einen guten Heilspot für Free zum Beispiel? Warum nicht sowas? Nein. Ach, du findest doch ein bisschen mehr anderen Dreck in den blöden Särgen drin. Ach, großartig. Malix, Chapeau. Junge. Es ist dumm. Also, das ist so dumm, ich lasse ihn da einfach stehen. Ja? Also. Wow. Ach, Mann. Wow. Ich bin unterwältigt. Also, unterwältigt. Ja. Und damit werden wir den Part. Ja. Und ich hoffe, diesmal wurde alles raufgenommen. Ich hoffe, es ist auch Steve. Ich war heute jetzt Steve und... Euer Cloud mit den 4. Wir sehen uns immer in den Kommentaren, Daumen nach oben freuen. Tschüss. Tschüss.